Level 8 erreicht. Okay. Auf jeden Fall erst den einen Stein verschieben von unten. Gehe ich mich selber. Das heißt, ich muss auf jeden Fall von der anderen Seite runterspringen. Giftiges Gas eingeatmet. Ah, okay. Da war der Boss allerdings. Kann ich mich noch nicht vor dem Gas schützen. Ups. Gut, das heißt, ich muss auf jeden Fall erst noch hier was erledigen. Runter, hin, wo ich da lande. Okay. Die schwarzen Dinger sind offensichtlich gut. Boxen. Tolle Banden. Und auch so eine Knolle drin. Doch. Dem Wissen werde ich mir jetzt natürlich erstmal hier die ganzen Dinge ansehen. Habe ich mir natürlich voll gekauft und hier ist Unmengen an Items. $42. Hier. Auch reichlich. So. Komm. So. Hier lang. Auch reichlich von. Die Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Ah. Andere Seite. Einfach mal Knolle. Wäre der Shortcut frei? Thank you.
Ach, verdammt. Aber keine Knolle. Von dem Feuer sollte ich mich nicht treffen lassen, das macht ganz schön Damage. Machen wir allgemein relativ viel Schaden. Was ist denn hoch? Kann die Knollen anscheinend noch werfen. Zumindest die roten. Fallelixier, sehr schön. War reichlich. War auch reichlich. Nutzen wir auch direkt das Vitalelixier. Steigert ja die maximale Kipp-KP. Sagen, ich mache den Dungeon hier noch und dann beende ich den Stream für heute. Dann habe ich zumindest so das Tagesziel erreicht. So. Nicht so gut. Diesen Haken nicht die Stelle. Schwimmen kann er nicht. Halt nicht. Anderer Weg war, sehe ich mich erstmal da um. Kleines Level up. Ach man, Wert der um 2 steigt statt um 1. Sehr gut. Thank you.
Meinte ich nämlich nicht wahr. Ich hoffe, jedes Mal die Kla ist Viecher. Anscheinend nichts machen. Scheint auch sonst nichts zu sein, also. Schade. Schauen wir mal, was das mit den Lupus entdeckt soll. Wenn man mal getroffen wird. Okay. Bleibt nur der Weg. Das war jetzt mies. Die Frage ist, ob das jetzt Gift mit gemeint ist, also das Antigift, oder was man da rauskriegt. Ist nicht gezeigt, wovon man da reichlich hat. Würde eventuell ganz wichtig sein. Solange man diesen Sprung benutzt, ist man unverwundbar. Aber auch nur den im Rennen. Dass hier noch kein Leben geben soll, ist aber reichlich an Leben drin. Das freundlichste, aber lebt. Folge mir.